Hersdorfer. Der HSV-Campus ist schon immer eine Herzensangelegenheit von ihm gewesen. Jetzt nimmt das Ganze mehr und mehr Gestalt an. Wie stolz macht sich's? Ja, es geht weniger um mich, sondern um den HSV. Und von daher sind wir natürlich alle sehr glücklich, dass das endlich losgegangen war vor einiger Zeit und dass wir natürlich große Fortschritte machen. Das sieht man, heute haben wir Richtbericht fest. Das hat schon richtig Form. Und ja, wir freuen uns, dass wir diesen Bauabschnitt jetzt geschafft haben und dann zum nächsten übergehen im nächsten Jahr oder beziehungsweise im nächsten Zeitrechnungsjahr, nächsten Monat. Und dann wollen wir im Sommer 2017 hier einziehen. Und natürlich können wir es nicht erwarten und freuen uns, dass es hier in dieser Form alles wunderbar klappt. Wann können wir mit dem ersten Talent hier vom Campus rechnen? Ja, wir haben natürlich auch in Norderstedt im Ochsenzoll, wo unsere Nachwuchsabteilung im Moment trainiert, auch Talente. Und das hat nicht immer mit Bauwerk zu tun, sondern man muss das mit Leben füllen, man muss die richtigen Konzepte haben, man muss natürlich auch von oben die Personalpolitik so gestalten, dass die jungen Spieler auch die Möglichkeit haben, auch durchzukommen. Und das ist ein Gesamtwerk von ganz vielen Mitarbeitern, die im Optimalfalle alle in eine Richtung gehen und dafür sorgen, dass die Arbeit, die im Nachwuchs gemacht wird, dann sich oben auch auf dem Platz bezahlt macht. Ein mögliches Talent, was den Campus dann von innen nicht mehr sehen wird, weil er dem schon entwachsen ist, kommt vielleicht zum HSV. Alan Halilovic, wie ist da der letzte Stand? Kann ich nichts dazu sagen, das ist, wird viel spekuliert, aber Sie wissen, dass wir nur Meinungen geben zu Sachen, die realisiert sind. Das ist nicht der Fall, von daher. Was bedeutet dieses Projekt für den HSV, dieser Campus? Was bedeutet das für die Ausrichtung in der Zukunft? Ja, ich glaube, das ist ein wirklicher Meilenstein für unseren Club, weil wir natürlich, das hat natürlich nicht immer nur mit Trainingsarbeit zu tun oder dass wir gute Plätze haben, sondern es hat damit zu tun, dass man zusammen ist, dass man auch das Gefühl hat, dass man sich öfter sieht, dass die Kommunikation gut ist, dass Sachen ausgeräumt werden können, die möglicherweise auf 16 Kilometer schwieriger ist. Dass sich eine Welt, eine HSV-Fußballwelt entwickelt und nicht die Möglichkeit gegeben wird, dass etwas auseinanderdriftet oder Sachen nicht bereinigt werden können. Und von daher war es immer unser Ziel, 2004 im ersten Schritt die Bundesligamannschaft hier nach Hamburg zu holen und dann auch die Nachwuchsmannschaft. Das haben wir jetzt, da wollen wir zum Sommer 2017 vollziehen. Und ja. Ich glaube, dass uns das einen großen Schwung und einen großen Impuls geben wird, überhaupt in der Trainingsarbeit, in der Entwicklung dieses Clubs, die ja maßgeblich vom sportlichen Erfolg abhängt. Da freue ich mich drauf, dass es haben viele, viele Menschen dazu beigetragen, dass das jetzt so aufgegleist ist. Und ich kann nur sagen, es ist eine schöne Sache, wir freuen uns.